Tag hier aus dem Weingut Gravino in Kürnbach. Mein Name ist Jochen Kram und ich möchte mich ganz recht herzlich bei der DEHOGA Baden-Württemberg für die Auszeichnung Wein des Monats Oktober 2020 mit unserem Lemberger mit Cabernet Franc trocken in Barrique ausgebaut bedanken. Ich möchte etwas über den Wein, auch über unseren Betrieb noch sagen. Der Wein wurde mittels Maischegärung, spontanem biologischen Säureabbau, 100%ig im Ausbau in deutscher Eiche, unfiltriert auf die Flasche gefüllt und widerspiegelt zurzeit unseren Spitzenrotwein im trockenen Rotweinsegment. Der Wein ist eigentlich geboren, um Tradition und Moderne zusammenzubringen, wie auch der ganze Betrieb. Das heißt, der Betrieb hat sich vor etwa 10 Jahren in die Selbstständigkeit bewegt, aus dem Nebenerwerb heraus. Und wir möchten den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern mit jedem Schluck Wein, den sie bei uns bekommen. Wir liegen hier genau an der Grenze Baden-Württemberg. Demnach haben wir badische wie auch Württemberger Weine bei uns im Keller. Daraus resultierend haben wir uns entschlossen, Grenzgängerweine zu produzieren, die unsere Gegend wie auch unser Weingut repräsentieren sollen. Also waschechte Baden-Württemberger auf einer Flasche. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Lemberger mit Cabernet Franc bei dem ein oder anderen Restaurant Haus der Baden-Württemberger Weine verkosten werden im Oktober und möchte mich ganz recht dazu bedanken.